Restmensch gibt es jetzt auf Spotify. Elena war Camgirl. Es war ein Job wie jeder andere. Unangenehm, nervig, regelmäßig. Nur viel besser bezahlt. Nachdem ihr letzter Freund sie verlassen hatte, hatte sie nichts mehr gehalten. Ein bisschen Recherche und dann war es soweit. Ihre Markenzeichen waren schnell etabliert. Gothic-Outfits und pinke Dildos. Das, was sowieso da war. An diesem Abend war ein besonderes Event. Ein paar Männer hatten gutes Geld bezahlt, um eine exklusive Live-Show zu bekommen. Sie hatte sich gründlich gewaschen. Heute würde sie auch ans Hintertürchen klopfen, wie sie es formulierte. Das mochte sie eigentlich gar nicht, aber dafür mochte sie Miete zahlen, Sushi bestellen, shoppen gehen. Also musste das eben ab und an sein. Und es gab da die besten Trinkgelder. Sie machte sich fertig, schminkte sich zügig und kontrollierte noch einmal ihre Haare. Dann setzte sie sich vor die Cam und wartete ab, bis ein paar Leute eingetrudelt waren. Sie zog ihre Show durch und wurde finanziell befriedigt. Nach einer Stunde war der Spuk vorbei und sie stand im Bad und wusch die Dildos gründlich. Dann setzte sie sich ans Fenster und rauchte eine Zigarette. Sie erzählte immer, dass sie Nichtraucherin wäre. Rauchen schreckte ein paar Männer ab. Sie schloss die Augen, doch dann. Ein Ping von ihrem Smartphone. Arbeit. Sie hatte eine Nachricht bekommen von einem der Premium-Nutzer. Liebhaber 76 war das. Er hatte auch zugesehen, aber sie noch nie angeschrieben. Die Premium-Nutzer hatten immer Priorität, also sah sie nach, was er zu sagen hatte. Vielleicht wollte er sich einfach für die Show bedanken. Nein, er wollte Cam to Cam. Sich gegenseitig sehen und masturbieren. Jetzt gleich. Sie schrieb, dass sie müde war, was auch stimmte. Er schrieb, 1000 Euro, 30 Minuten. Sie schrieb, okay, gib mir einen Augenblick. Sie drückte die Zigarette aus, machte sich nochmal kurz frisch, holte einen der Dildos und setzte sich wieder auf ihr Bett. Diesmal direkt komplett nackt und wartete darauf, dass sich die Verbindung herstellte. Der Ladekreis drehte sich und drehte sich und drehte sich. Und dann war da jemand zu sehen. Und Elena blieb das Herz stehen. Ihr Vater saß vor der Cam. Voller Angst klappte sie den Laptop zu und brach in Tränen aus. Sie hatte Schwierigkeiten zu atmen, konnte nicht aufstehen, war starr vor Schreck. Ihr Vater war letztes Jahr gestorben.